Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Ich bin ja letztes Mal auf so einer Raumstation, habe ich mich ausgelockt, weil der Kraftstoff meines Triebwerkes war am Ende und ich wollte nachtanken, aber das hat nicht funktioniert. Und da habe ich dann mich einfach mal, also das Schiff, gestort und mich einfach mal zur Ruhe begeben. Und jetzt möchte ich schauen, ob mein Schiff noch da ist. Also warum sollte das auch nicht da sein, ehrlich gesagt. Aber ob ich jetzt tanken kann. Welcome. Da geht's, glaube ich, raus. Ja, da geht's raus. Und dann da lang. Da ist medizinischer Bereich. Ah ja. Da ist der medizinische Bereich, da ist Ausstattung, aber ich habe hier nichts. Dann, ja genau, die Fahrstühle, die anderen Fahrstühle, das waren ja die im Unterkunftsbereich. Und hier sind jetzt die zum Hangar und sonst wohin. Ich habe jetzt hier gar nicht geguckt, ob das zu futtern gibt. Dann gehe ich nochmal zur Galerie. Weil ich sehe ein wenig durstig aus. Da gibt es Pizza. Gibt es hier das grüne Zeug irgendwo? Nein, was gibt es hier? Bücher. Hey, was ist das für ein Laden? Gibt es hier neckische Sachen? Nö, gibt es nix. Kovalex. Da gibt's Waffen. Was gibt's da? Da ist ein Chinese. Nein. Hab ich hier noch irgendwas? Ich würde einfach nur gern so einen Getränkestand haben. Hier gibt es auch Waffen und Ausrüstung. Omnisky, habe ich gehört, sollen ganz gut sein. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hi, welcome. Da sind Omniskys. Haufen. Ja, aber gut. Nein, ich habe mir gedacht, if you're not seeing something, you might want to check our spectrum selection. Dass ich jetzt Cell kann ich von mir aus nicht machen, weil ich nicht mehr aus dem Schiff verkaufen kann. Ja. Okay. Ich sollte mal probieren. Vielleicht gibt's oben. Oder hier ist Pizzaladen. Da gibt's Drinks. Ich nehme den grünen. Hi, thanks for coming in. You can always use your Mobi if you want some more details on what we haven't stopped. Ja. Jetzt müsste ich die dann im Inventar haben. Nö. Vielleicht in dem anderen Inventar. Nö. In der Hand. Nö. Der kauft das bestimmt in das normale Inventar. Wenn ich jetzt Quick Buy. Ja, den behalte ich in der Hand. Das ist gut. Nein, den will ich nicht noch kaufen.
Wenn ich jetzt was trinke, passiert nichts, weil ich wieder nichts habe. Doch, da habe ich. Ein Wasser und ein Drink. Naja, gut. Ich nehme wenigstens den. Da ist Abraum. Sehr gut. Reicht nicht mal auf 100%. Na gut. Place. Kriege ich es da rein? Nein. Geht nicht rein, muss ich also oben rausstellen. Place funktioniert automatisch. Ja, sehr gut. Hat geklappt. Bin ich gut. Und jetzt dann auf zum Hangar. Vielleicht ist dann auch das andere Zeug, was ich eben gekauft habe. Muss ich noch? Nein, muss ich nicht. Raffinerie brauche ich nicht. Ich glaube, da hinten geht's in den Sicherheitsbereich. Ich mag nicht so schnell dahin rennen. Da ist die Klinik, da ist Sicherheitsbereich. Was ist hier los? Das ist wie bei der Deutschen Bahn. Anzeigefehler. Ich hole mir hier mal mein Schiff. Welcome. Und nicht im Hangar, weil ich habe ja hier auch keinen persönlichen Hangar. Gut, gestored ist er. Das ist gut. Aber ich habe hier auch wieder einen persönlichen. Das gefällt mir nicht. Also hier möchte ich eigentlich keinen persönlichen Hangar haben. Der sollte nur an meinem Heimathafen sein. Und nicht irgendwo, wo ich hinfliege. Da gibt es keine persönlichen Hangars. Also für... Ja. Gut. Und wo fliege ich jetzt hin? Da ist kein persönlicher Hangar am Bild. Gehe ich mal Docking Port 1. Mal sehen. Ich gehe schon raus. Nein, da müsste ich raus. Nö, da gehe ich jetzt nicht raus. Ich gehe nochmal zurück. 4,1, nee, das kann, das ist zu weit weg. Ich probiere nochmal einen anderen Aufzug, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass unter Umständen eine Aufzugproblematik besteht. Da steht er. Und derweil links Alt H Helm aufsetzen. Und mein Schiff ist da. Das finde ich gut. Und ein Haufen Anzeigen. Helm kontrollieren. Yep. Rampenzugriff. Ich höre gar keine Geräusche. Finde ich jetzt nicht so gut. Und mein Zeug ist alles noch da. Obwohl Schrittgeräusche höre ich schon, ja. Das finde ich schon mal gut. Ja, da ist die Rampe jetzt zugegangen. Ja, der steigt gleich selber da hoch. Open. Nun bin ich gespannt.
was mein Terminal, also was mein Mobiglas sagt. Oh, ich kann. Ich kann tanken. Jubel. Ich beantrage noch keine Starterlaubnis, aber ich kann derweil schon mal Verträge überprüfen. Das sind mehr geworden. Ich blätter die mal. Das ist ARC L4. Crew L4. Hal. Ins QL5. Was ist das? Anvil Arrow. ARC L2. Ares Starfire. Ares Iron. Die würde ich gern abschleppen und herrichten. ARC L2. MIG. Was haben wir? Da haben wir Origin. Anvil Arrow. Nein, es gibt keine Drake Vulture, weil ich möchte noch andere Arbeitsköpfe probieren zu bekommen. Aber, was hatten wir? Ich hatte irgendwas mit ARC L1 oder so. Ne, 50.000 mag ich nicht ausgeben. Ich habe keinen Laderaum mehr frei. ARC L2, 5000, Anvil Arrow. Die hat 20, nein, ich nehme die. Die nehme ich noch für 5000. Da ist vermutlich nur abtragen, dass ich den Pufferspeicher voll kriege. Da kann ich noch nicht hinfliegen, glaube ich. Ja, das geht noch nicht. Ich muss erst raus hier. Starterlaubnis. Ja, aber keine Bestätigung. Naja, was soll's. Oh, das finde ich so cool aus. Spritzt es aber rum, das Zeug. Ich brauche ganze Breite, bitte. Und Abflug. Also das finde ich sieht schon cool aus. So dieses Ausfliegen dann. Aus einer Station raus. Boah. Irre. Ah gut. Verzögern wir das nicht gar zu lange. Machen uns auf die Socken. Quantum-Modus und ein wenig Gas. Ja. Erstmal gucken, dass ich hier wegkomme. Dass ich nicht beim Zielanflug hier dann... Was haben wir da? Ach, ein bisschen Reststation. Quantum-Kraftstoffkontrolle, ja, Hydrogenium und Quantanium ist voll. Gut. Aha. Nein, nichts aha. Ich muss wohl tatsächlich... Nein, ich bin im Scan-Modus. Da bin ich im... Quantum-Modus. Nein, es wird nicht akzeptiert. Also doch, über die Map. Über die Map. Und schon
Und schon habe ich mein Ziel erreicht. Nein. Eingeloggt und ab geht's. Gleich kommen wir an. Hatte ich da eben Feindkontakt? Dann war ich auf jeden Fall rechtzeitig weg. Und gleich Richtung Ziel. 50 Kilometer. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen Gas geben. Ah, okay, nicht zu viel. Wir haben hier schon wieder Asteroiden. Ich schalte den Scan-Modus ein. Vielleicht sehe ich irgend so Blasen. Und probiere das nochmal aus. 18.000. Hier genau 18.000. Ich fliege genau drauf zu. Da unknown. Das ist schon wieder was anderes. Nee. Langsamer fliegen. Ich sehe keine Plates. Nur Felsen. Na gut. Wie gehabt. Erstmal gegen den Felsen. Nein. Erstmal den Auftrag erfüllen. Das Schiff wird vermutlich keine Ladung haben. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund. Was haben wir da? 1700. Nein, es sollte durch 2000 teilbar sein. Aber dann müsste da trotzdem ein Felsen sein. 1,5. Nö. Nix zu erkennen. Da sind es 4,4 Kilometer. Man soll dem Ziel Zeit geben zu spawnen. Wurde von einem klugen YouTuber gesagt. Ja, tatsächlich. Wird es das Ziel gewesen sein hier? Kann schon sein. Da bin ich einfach nur zu schnell vorbeigeflogen. An den anderen Zielen. Aber das probiere ich dann nach der Mission nochmal aus. 9, hat das Ziel jetzt... Was hat das für eine Signatur? Ah, das hat zwei Signaturen. Das ist gut zu wissen, wenn man so ein Konglomerat an Punkten findet und das zwei Signaturen hat. Könnte das bedeuten, dass da ein Schiff ist? Kontakt. Ich habe keinen Bock auf Kontakt. Ich habe absolut kein Interesse an Kontakt. Ich habe Interesse an Flucht. Okay, dann probiere ich mal einen neuen Anflug.
schon wieder 30 Kilometer weg. Der ist schon wieder raus. PCs, weil die Namen Leerzeichen haben. Kann ich jetzt nicht steuern? Ach so, weil ich den Außenansicht, den Ansichtsmodus da noch hatte. Da kommt das Schiffchen. Und scannen. Was sagt der Scanner? Das kann ich so nicht erkennen. Da muss ich erstmal genauer hinschauen. Gatling. Nein, da möchte ich nichts. Ich werde versuchen, das Schiff einfach jetzt abzutragen. Und gucken, dass ich hier wieder wegkomme. Wie viel habe ich im Depot? Oh, das ist ja fast voll, das Depot, okay. Aber ich habe hinten keinen Platz mehr. Wieso ist das Depot so voll? Das kann gar nicht sein, dass das so voll ist. Weil ich habe ja nicht so viel Ertrag gehabt. Ich hatte doch nur 6.000 oder 7.000. Das muss ich nochmal nachprüfen dann. Gucke ich, dass ich hier 13 voll kriege. Ja, doch, könnte klappen mit Vorder- und Rückseite. Und dann das Schiff noch zerlegen, damit der Auftrag erfüllt ist und dann Fersengeld. Schnell andere Seite. Genau, 0,1 SCU sollten noch drin sein. Ja, Filler Station ist full. Gut, du bleibst da. Und zerlegen. Auftrag erledigt. Bisschen zurückziehen.
und Abflug nach Area 18. Weil ich kann jetzt sowieso nichts mehr. Doch, ich probiere das jetzt noch einmal mit dem Scannen aus. Aber Licht kann ich schon mal ausmachen. Falscher Modus. Den wollte ich. Und dann... Scannen. Da ist Dreck. Mal schauen, ob hier noch mal so ein paar Blasen kommen. Da war eben etwas, eine Signatur da oben. Nein. Da ist noch eine Signatur. 3400. Nein. Da ist eine Signatur. Nein. Da ist 8000. Da fliege ich dann mal hin und warte in der Nähe, ob da irgendwas erscheint. Nein, nicht die da hinten nehme ich. Die 4 Kilometer entfernte. Da ist tatsächlich jetzt noch ein Felsen erschienen, ja, weil ich langsam geflogen bin. Jetzt nicht direkt drauf zu, ein wenig versetzt und ich habe nicht genau aufgepasst. Langsamer. Noch langsamer. Ich müsste längst da sein, glaube ich. Es waren ja nur noch ein paar Kilometer. Einmal Stopp. Umdrehen und neu scannen, ob das Ziel... nochmal auftaucht. Da war 8000. Ja, mit der Dicht dabei. Okay. So sehe ich die Entfernung besser. Fünf, vier, drei, zwei, eins, drei. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6. Da! Ja, tatsächlich. Ich hab's geschafft. Um so Plates zu finden, muss man tatsächlich, oder auch die anderen, muss man tatsächlich ganz langsam fliegen, möglichst nah an dem Punkt. Nicht direkt drauf zuhalten, dass wenn es dann erscheint, das Ziel, dass man nicht reinkracht. Und dann kommen sie tatsächlich. Wow, geschafft. So, aber ich wollte den Scan-Modus. Ich kenne mich nicht aus. Wo ist Arcor? Also, Karte. Nein, ich bin ja auf Maps. Arc.
A-Corp Area 18. Oh Mann. Area 18. Suchen. Was hat da jetzt nicht gepasst? Was weiß ich. Sicherheit. Und Austritt. Ja. Okay. Cooldown. Waiting for cooldown. Zielerfassung, nein, Kalibration, Routenberechnung und die restlichen Kilometer, naja gut, tausende von Kilometern sind es dann schon. Okay, ja, 75.000 oder was das da war, hat kurz angezeigt. Die aufgehende Sonne. Sehe ich hier irgendwo schon den Raumhafen? Ich glaube, ich fliege direkt drauf zu. Nein. Doch, ich fliege. Das muss doch hier unten sein, oder? Ich bin sogar direkt über dem Raumhafen schon. Okay. Dann werde ich gleich mal Landeerlaubnis beantragen. Ah, das habe ich gehört. Und jetzt muss ich nur noch gucken, wo mein Hangar angezeigt wird. Bin ich total falsch in der Orientierung? Nein, das war schon irgendwo okay. Normal sind das doch da diese Flügel. Ich sehe keinen Marker. Ich sehe keinen Marker. Nein. Nein. Abwarten und den Server Zeit lassen. Nochmal. Okay. Da habe ich es gesehen. Da ist ein Ziel. Ah, da öffnet er sich. Sehr gut.
Fahrwerke nicht vergessen. Der Hang da ist Ausgang. Ist da, glaube ich. Nein, da ist kein Ausgang. Da müsste der Ausgang sein. Ja, hier vorne muss der Ausgang sein. Dann lande ich etwas weiter da. Dass ich mein Zeug hier auch ein bisschen vor dürfen wir noch. Reicht. Klong. Gut. Das wäre, glaube ich, geschafft. Dann werde ich erstmal gleich schauen, was es hier zu basteln. Das hatte ich ja schon eingeschaltet. Was es zu basteln gibt. Funktioniert wieder nicht. Ich bin noch aber gelandet. Und ich bin, glaube ich, auch auf Landestützen gelandet. Ja. Und wieder frontlastig. Boah. Nein. So, jetzt habe ich Landing Complete bekommen. Mal sehen. Nein. Jetzt dann abschalten. Nochmal versuchen. Nein. Funktioniert wiederum nicht. Aber dann steige ich mal aus. Ich gehe hierum larum Löffelstiel, weil ich sowieso Zeug ausladen mag. Oder muss. Da ist wieder kein Sound. Ist mein Hangar ist da. Ja gut, aber habe ich wieder zu weit weggeparkt. Na gut. Den räumen wir erstmal raus. Salvage-Kopf. Komm, da bleibst du liegen. Komm raus. Der geht in Richtung Lager. Der geht auch in Richtung Lager. Güldene Ware. Güldenes. Mach mir da meinen Kopf nicht kaputt. Fortnite? Wo habe ich das Zeug her? Ach nein, das ist
Das ist ja auch so ein Bauteil. Wo ist er hin? Verschwunden? Nö, eigentlich nicht. Stimmt, hier, ne? Hier geht Grid, funktioniert. Finde ich gut. Zwar nicht so optimal, aber immerhin. Haben wir noch was? Bulwark, das ist glaube ich ein Quantumtriebwerk. Noch eins. Habe ich gleich alle beide ausgebaut, okay. Halt, die verschwinden einfach. Also ein bisschen weiter habe ich dich schon. Naja, egal. Habe ich noch was drin? Ich kann auch reingehen und Licht einschalten. Nein. Aber ich kann mein Zeug ausladen, was ich drin habe. Aber vorher will ich noch mal schauen. Ah ja, da sind die. Die anderen Sachen sind da auch gut. Hier war noch einer. Jetzt räume ich erstmal mein Lager. Hey. Nein. Inventar habe ich. Dieses Traktor-Attachment. Das muss ich mir erstmal gucken, ob ich das habe. Das nicht Traktor-Attachment, sondern... Ah, der Stuhl steht noch da. Ah, ich habe die richtige Gegend erwischt, wo ich hin muss. Gut. Den lasse ich da noch liegen. Den auch. Rumpel. Hopp, hier geblieben. Den auch. Gut. Plopp. Jetzt. Das andere Traktormodul. Na gut, erstmal fahre ich. Nein, das ist der falsche. Doch, ich fahre das erstmal runter. Ein Licht aus. Und jetzt schauen wir mal. Clear Filters. Nein. Container. Gold ist da, wo er hin soll. Gut. Komm wieder hoch. Komm wieder runter. Ich kann mir ja da auch mein komisches Traktor-Ding besorgen. Da muss ich dann wieder suchen gehen. Ich brauche Utilities. Pyro. Hm.
Mining, dieses SRT-Mini-Ding, das habe ich doch irgendwo eingebaut. Aber wer weiß wo. Da. Cambulite SRT. Ich habe eine rote, dann nehme ich jetzt dann Bloodline. Dann merke ich mir das vielleicht, was, wo ich das eingebaut habe. Und das war bei Munition. Da leer. Der Kanister ist leer. Okay. Aber das hole ich hoch. Das Kleinzeug, ja. Holster. Und Store. Gut. Warum haut es mich hier fast um? Jetzt, da ist das Rote. Anbauen. Sehr schön. Und mal sehen. Jetzt habe ich den. Und jetzt habe ich den anderen. Salvage und B schaltet um in Repair. Funktioniert nicht, weil nichts drin ist. Gut. Ah, hier liegt noch ein Teil. Zu dem Haufen dazu. Nein, nicht da rumschieben. Okay. Dann machen wir das Licht an. Jetzt wollte ich mir noch ein wenig von den Sachen bauen. War einmal Cameo SRT Kanister voll. Cameo SRT, Cameo Light. Cameo SRT Attachment. Nein, das ist das Light. Das ist Light Kanister. Leitkanister leer. Und da kann ich mir auch große Kanister. Mhm. Aber ich möchte einen leichten Kanister machen. Gut. Den sollte er jetzt als Magazin ausgerüstet haben. Hoffe ich. Ich probiere das erstmal gleich aus. Bevor ich das andere Zeug auslade. Jetzt. Das ist der rote. Und wenn ich da jetzt nachladen drücke, packt da das Magazin rein. Gut. Ich sehe nichts. Repair. Ja. Repair. Sieht nicht so aus, als ob da irgendwas passieren würde. Nö. Wenn ich das auf Salvage umstelle, passiert nichts, weil das nicht Salvage-fähig ist. Wenn ich das hier jetzt auf Salvage mache, ich
kann mein eigenes Schiff nicht salvagen. Ach, das ist diese... Ach, Kanister ist voll. Ja, aber es würde wohl funktionieren. Aber leider funktioniert das Reparieren nicht. Und das Umschalten auch nicht. Aber das andere Bauteil nehme ich. Vielleicht kann ich, wenn ich diese Salvage-Köpfe hier austausche. Ah, stimmt, das ist ja gar kein Modul, das ist ja der Salvage-Kopf. Ich muss das erst lösen, dass ich da auch rankomme. Vielleicht kann ich jetzt reparieren. Nö. Vielleicht habe ich hier Knöpfe für. Open Exterior. Open Exterior. Alle Klappen auf. Engine. Flight Ready. Und oben? Nein, da muss ich dann doch diese Hebel hier nehmen. Normalerweise kommt da immer eine Meldung. Aber mich irritiert, dass das nicht angezeigt wird und dass keine Fehlermeldung kommt. Nein, ich habe nicht... Und hopp. Tschupp. Jo. Und dann probiere ich jetzt gleich mal den anderen. Das ist der falsche. Den. Und der ist auf Detach. Ja, jetzt funktioniert es aber. Also ich kann den rausbauen. Der wird auch gut angezeigt. Und jetzt baue ich den mal ein. Der muss richtig rumgedreht sein. Nein, nicht so. So. Dann muss der dahin passen. Und jetzt habe ich da den kaputten und da den heilen. Den lagere ich jetzt ein. Und dann probiere ich das demnächst mal mit der Bordreparatur, ob der beim nächsten Mal Reparieren des Schiffes mit repariert wird und was für eine Arbeitsköpfe da drin stecken. Vielleicht habe ich ja in einem von den zweien, die ich hier habe. Ich baue den anderen auch ein. Wenn es funktioniert, dann soll es gleich richtig funktionieren. Komm. Den kann ich da gleich erstmal hinlagern. Den auch. Der klemmt. Gut. Gut. Oh, so verschätzt. Und das ist der kaputte.
nicht zu hektisch. Ganz ruhig. Halt, hier geblieben. Gut. Abbauen. Weil ich die Seriennummer jetzt mir nicht gemerkt habe, muss ich den, der in Ordnung ist, gleich weglegen. Und den hier baue ich dann ein. Sitzt. Gut. Ich möchte unbedingt so einen Bollerwagen haben. Das ist doch eine Rennerei. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen ungeschickt geparkt hat. So, die guten Salvage-Köpfe. Und Spurt. Naja, Salvage-Köpfe. Salvage-Köpfe, ja. Jetzt dann. Depot. Auto-Eject. Dann hauen wir die Dinger mal raus, die wir haben. Repair. Ich habe den falschen. Den falschen Laser. Komm. Ja. Und die letzte. Jupp. Jetzt dann nochmal hoch. Einmal probiere ich es noch mit dem Reparieren. Oh, das war noch an. Ich habe es gar nicht ausgeschaltet. Oh, oh, oh. Was zeigt mir mein Reparierzeug an? Nein, geht nicht. Wenn ich jetzt abhebe, dezent abheben, Arbeitsköpfe ausfahren. Ausfahren tun sie. Was habe ich da jetzt? Was zeigt er mir an? Cinch, Ready Grip und ein Abrade. Ja, also Standardausstattung. Da könnte ich dann tatsächlich aber es wird auch kein so Standard Laserstrahl ab. Mal sehen, was passiert, wenn ich auf den anderen Modus umschalte. Doch der funktioniert. Der flackert auch anders. Nur der normale. Aber vielleicht auch, weil die der Traktorstrahler summt anscheinend. Ja, da ist flackert's auch. Aber die nicht. Na egal. Vielleicht auch, weil sie kaputt sind. Gut. Jetzt fliege ich ein wenig in die Mitte.
und lande nochmal. Landing complete. Gut, das haben wir schon mal erkannt. Immer noch keine Reparaturmöglichkeit. Abschalten. Ich muss noch meine Klappen und alles zumachen. Ja, das hat funktioniert. Und wieder sichern, aber die Meldung kommt trotzdem nicht. Ein letzter Versuch für jetzt. Nein, keine Reparatur, kein Nachtanken. Dann verlassen wir diese Hallen. Ah, ich gehe nicht da durch, ich gehe da durch. Wo ist Closed Door? Verletzung. Ja, jetzt habe ich's davon. Ich muss hier noch ein paar Kisten. Falsch. Der Kisten verladen. Okay, komm uns mit. Gut. Da ist noch ein Köfferchen. Hat er das jetzt da drauf gestellt? Nein. Da ist ein gewisser Puffer. Da kann ich das nicht dicht an dicht stapeln, hä? Und ich glaube, ich habe doch irgendwelche Dinge versaubeutelt. Egal. Erstmal räume ich die Ladung weg. Warenhaus sollte es angekommen sein. Ja, ein Haufen Zeug, gut. Meine anderen Klamotten, egal. Mein Schiff werde ich... Naja, das ist da in der Mitte. Nein, da. Nein, doch, nein. Nein. Hier. Ganz in der Mitte. Jetzt nur noch nicht durchfallen. Elevator called. Ja, er zeigt es mir an. Gut. Wir sind auf Area 18. Ah, passt. Boden ist drin. Gut. Na, 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 na. Na. Ich hab da was gedrückt hier. Ah. Sehr gut. Und Schiff. Einlager. Nein.
Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Wieso soll ich mein Schiff claimen? Hä? Das ist doch da im Hangar. Im Hangar. Da passt irgendwas mit der Landegeschichte nicht. Da kümmere ich mich nach dem Ein- und Ausloggen drum. Jetzt geht's erstmal Helm ausziehen. Hi. Und zur Börse. Dann werde ich erstmal das Gold verkaufen und die anderen Container. Ich weiß gar nicht, die einen, die teuren waren, haben glaube ich 14.000 Alpha UEC pro SCU gebracht. Da haben wir Gold. Eine, 15.000. Okay. Nehmen wir mal. Dann das sind 4. Das hat sich dann schon gelohnt. Recycled Material Composite. 4. Ja, das sollte das sein, was man von der Hülle, das, die Hülle abarbeitet. Jo. Das ist Construction Material. Ist aber nicht so teuer. Was ist das hier? Keine Ahnung. Rota? Nein. Aber wenn ich Prota habe... Egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal in das andere Geschäft gehen. Und dort dann die andere Ware verkaufen. Nein, die ist doch, die ist auf. Ja, gut. Na doch, das gibt ja dann doch ein bisschen was. 8 Units. Aber so viel jetzt dann doch nicht. Das ist etwas sparsam. Es lohnt sich gar nicht, das Zeug mitzunehmen. Na, was soll's. Schon okay. Jo. Als nächstes werde ich mich dann nochmal darum kümmern oder versuchen, die Bauteile, die ich so eingesammelt habe, ich habe ja Waffen und Raketen und sowas gefunden, ob ich die hier verkaufen kann. Und dann werde ich versuchen, ob ich das Schiff doch noch reparieren kann. Also die Teile da, und ich werde mir diesen großen Traktorstrahl kaufen. Der wird dann an Bord untergebracht oder im Hangar aufgehängt oder beides. Naja, ich habe also Pläne für die Zukunft. Auf bald, Bürger der Sterne. Zu den Sternen. Ad Astra.